Unser Boot. Besatzung vollzählig angetreten bis auf Wache, Herr Kaloy. Unter- und Oberdeck seeklar. Danke, Heinz. Na, Männer? Alles klar? Jawohl, Herr Kaloy! Wir haben Gast an Bord. Leutnant Werner. Marinekriegsberichter. Wird sich ein bisschen bei uns umsehen. Er will anständige deutsche Helden sehen. Also benehmt euch entsprechend. Auf Manöverstation! Stellig ein! Boxtiegel! Fährleine einholen! Mensch! Sind wir Romantik? Bitte? Da, das leerstehende Haus neben dem Lagerschuppen. Gilt das Ihnen? Nicht, dass ich wüsste. Ist das nicht alles Sperrbezirk? Und ob.
Fette Beute! Um 12 Uhr haben wir das Geleit entlassen. Die dunkle Rauchfahne des Sperrbrechers hat sich in nichts aufgelöst. Keine Spur mehr von den Vorposten. Der Obersteuermann hat die letzte Landpeilung genommen. Die Brückenposten spüren auf ihren Lippen den salzigen Geschmack des Atlantiks. Das Boot ist nun allein auf seinem Kurs. Tu mir die Salatkisten da hinten raus, du kein Gemüseladen! Feststation. Lag- und Lagerhalle für die Torpedos, hä? Da steht man bloß dran, Jungs! Da kommt in die Zeitung! Danke, meine Herren! So, dann kommen Sie mal mit. So, ist Scheiß aus hier? Ja, kein Klo, wir gucken sich mal. Oh, naja, ist anders voll mit Proviant, ne? Also mehr Platz zum Fressen, weniger zum Scheiße. Ist auch Logik, hä? Hier ist der Oberfeldwebelraum. Zu Hause sozusagen. Die Offiziersmesse. Da kommen wir schon wieder in die Konsole, verdammt normal. Das kommt viel zu viel drin. Seht ihr das nicht? Ja, dann ist das in der Tür. Ja. Oh. Ich komme her. Entschuldigung, danke. Raum hier. Hier geht's dann weiter in die Zentrale. Er hat uns gerade gefehlt. Also das ist die Zentrale, die Kommandostelle des Bootes, ne? Ja, danke. So,